Zur Therapie der Nierenzellkarzinome sollte man unterscheiden die lokalisierten Stadien von den fortgeschrittenen Stadien. Im lokalisierten Stadium spielt hauptsächlich die Operation eine große Rolle im Sinne einer Nierenteilentfernung oder Entfernung der gesamten Niere. Beim fortgeschrittenen Tumor gab es in den letzten Jahren sehr große Entwicklungsschritte hinsichtlich der medikamentösen Behandlung. Da geht es darum, den Krankheitsverlauf zu verzögern, die Symptome zu lindern und den Patienten ein möglichst symptomfreies Intervall zu ermöglichen. Nach der Behandlung eines Nierenzellkarzinoms ist zu beachten, dass sehr regelmäßige Nachkontrollen notwendig sind und dass weiterhin sehr gut auf mögliche Symptome eines Krankheitsrückfalles geachtet wird. Die Therapie der neuroendokrinen Tumore, die wird breiter und breiter. Wir haben zunehmend mehr Pfeile im Köcher sozusagen dort. Aber ganz am Anfang steht immer, wenn irgendwo möglich, der Chirurg. Das heißt, wenn man operieren kann, den Tumor entfernen kann, dann soll man das probieren. Wenn der Tumor da ist und man kann ihn nicht mehr operieren, dann ist es etwas, was man effektiv mit Medikamenten behandeln muss. Auch bei der medikamentösen Therapie hängt es ein bisschen davon ab, ob man einen niedrig malignen Tumor, das heißt ein Tumor, der sich langsam teilt hat oder ein Tumor, der sich schnell teilt. Und die Therapien reichen dann von einfachen Tabletten, die man einmal am Tag nehmen muss, bis zu einer kompletten Chemotherapie. Ganz gutartige Tumoren und gutartig kann man vor allem unter dem Mikroskop dann definieren, wenn man eben sieht, die Zellen teilen sich sehr selten. Wenn man diese Tumoren früh detektiert, früh erwischt und herausnehmen kann, dann weiß man für gewisse, dann sind die Leute geheilt. Wenn der Tumor noch da ist und man muss weitere Therapien durchführen, dann ist wichtig, dass Sie sich achten, ob wieder Symptome auftreten, damit Ihr Arzt frühzeitig merkt, ob man wieder eine weitere Therapie durchführen muss. Ein GIST-Tumor kann operativ entfernt werden, wenn er sich auf ein Organ, in der Regel den Magen oder den Dünndarm, beschränkt. Man spricht von einer sogenannten R0-Resektion. Und damit besteht dann auch die höchste Chance auf definitive Heilung. Wenn der Tumor aber bereits Tochtergeschwülste gebildet hat, zum Beispiel sogenannte Lebermetastasen, dann macht eine Operation in aller Regel natürlich keinen Sinn mehr vom Primärtumor, weil er ja schon ausgebreitet ist im Organismus. Dann kann man den Tumor heutzutage sehr, sehr erfolgreich medikamentös behandeln. Wobei das keine typische Chemotherapie ist, sondern eine spezifische Therapie mit nur einer einzigen Substanz, mit einem Medikament. Und das ist auch eigentlich relativ einfach zu handhaben, dass man halt wirklich jeden Tag eine Tablette nimmt. Man muss halt nur als Patient selber darauf achten, dass man sie wirklich regelmäßig nimmt. Ja, seitdem der Tumor rausoperiert worden ist, bin ich in dem Sinne tumorfrei gewesen. Bin aber im Krankenhaus schon, Gott sei Dank, damals darauf aufmerksam gemacht worden, dass es eine onkologische Therapie dafür gibt. Dass man was machen sollte, auf jeden Fall, dass man nicht als geheilt nach Hause geht und denkt, man hat nichts mehr, weil der Tumor halt rausoperiert worden ist. Bin dann seitdem in einer engmaschigen Kontrolle, alle 3 bis 4 Monate. Seit der Diagnose 2004 gehe ich regelmäßig laufen und einmal im Jahr laufe ich sogar Marathon. Und das ist auch selbst mit der Therapie einigermaßen möglich, um das einfach für den Körper zu tun, um auch regelmäßig in die Bewegung zu kommen. Und auf der anderen Seite beschäftige ich mich relativ intensiv mit dem GIST und mit überhaupt der Krebserkrankung. Nach erfolgreicher Therapie hier wirklich sich an diese Termine zu halten und andererseits natürlich sorgfältig zu sein, vorsichtig zu sein, falls wieder ähnliche Symptome auftreten wie im Rahmen der Ersterkrankung oder Erstdiagnose, dass dann aktiv ein Arzt aufgesucht wird.